Am Dienstagabend gab es ein kleineres Update für Die Sims 4 und den lang ersehnten Teaser für die neue zu vermietende Erweiterung mit baldiger Ankündigung. Wir müssen nicht länger warten. Nachdem in den letzten Monaten das Spiel eher spärlich mit neuen Updates versorgt wurde, gab es gestern Abend wieder ein neues Update. Dieses brachte als erstes eine neue Art von Tutorials ins Spiel, die besonders für Anfänger interessant sind, die Entdecker-Quests. Mit diesen erhaltet ihr am Telefon zufällig kleinere Aufgaben, wie zum Beispiel ein wenig Geld verdienen, die ihr abarbeiten könnt, für erfahrene Spieler aber nicht besonders spannend. Zudem wurde für alle Altersstufen noch ein süßer Onesie im Halloween-Design mit insgesamt 9 verschiedenen Farben hinzugefügt. Wie mit jedem Update auch, haben sich die Entwickler an neue Fehlerbehebungen gesetzt, von denen in diesem Update insgesamt 33 implementiert wurden. Endlich wurde unter anderem die Suche der Galerie verbessert. Die einzelnen Punkte seht ihr auch hier im Hintergrund. Unten in der Beschreibung habe ich euch auch die Patchnotes verlinkt. Jetzt aber zum deutlich spannenderen Teil. Die Spekulationen haben am Donnerstagabend ein Ende, denn die Entwickler haben einen Teaser zur insgesamt 15. Erweiterung geteilt. Um 16 Uhr können wir uns live auf YouTube den Trailer des neuen zu vermieten Packs mit der neuen Welt Tomorang ansehen, welches am 7. Dezember offiziell veröffentlicht wird. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr die Trailer-Analyse mit allen Details nicht verpassen wollt. Also dann, bis zum nächsten Video.